Potsdam ist die schönste Stadt Deutschlands, sagt Rapper NYO und deswegen hat er mich nach Potsdam bestellt. Angekommen und vereint ging es dann erstmal vorbei an Olaf Scholzes Haus. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ziehen so viele prominente Leute nach Potsdam? Hat es was mit dem wunderschönen Palast zu tun oder der ganzen Natur, von der man umgeben ist? Oder liegt es einfach daran, dass man noch nah genug an Berlin ist, aber immer noch weit genug weg vom Großstadttrubel? Naja, abgesehen davon fühlt es sich einfach an wie Urlaub mit dem blauen Himmel und der strahlenden Sonne. Wusstet ihr, dass Potsdam die einzige Stadt ist in Deutschland mit einem Aldi, der einen Yachtanlegeplatz hat? Ist zwar cool und so, aber ist halt immer noch Aldi Nord, ne?